Aber das könnte auch wieder daran liegen, weil wir kennen es ja nicht anders, ne? Weil unsere Winter sind immer hart. Hui! So, jetzt wollen wir mal eben gerade schauen. Was darf ich denn verfahren? Was? Was darf ich denn verfahren, wollte ich sagen. Der hier bringt immer noch am meisten. Also müssen wir die Strecke nochmal fahren. Mache ich aber auch gerne. Nicht I. Befüllen. Ja. So, Weizen. Jetzt können wir jedenfalls ein bisschen mehr mitnehmen. Habe ich hier eigentlich auch eine Plane? Nö. Der hat keine Plane. Von mir aus? Hä? Habe ich jetzt einen anderen Bauernhof? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt Gommets Right. Ich glaube, da fahre ich tatsächlich auch da. Upala. Da vorbei. Genau, da bin ich nämlich da hinten und dann könnte ich den Anhänger mitnehmen. Das passt. Hey, Terra, du hast ja mal richtig was gut gemacht. Ja, ja, das sind so die verschiedenen Mentalitäten mit dem Schnee. Aber man muss das mal angesprochen haben. Ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema. Schneechaos ist immer ein wichtiges Thema, vor allem zur Winterzeit. So, wir brummen. Brumm, brumm, brumm. Boah, 42 km/h. Ich wünschte, ich hätte einen Traktor mit einer Nitro-Einspritzung. So, dass wir quasi hier über die Straße fliegen. Apropos fliegen. Ich bin sowieso mal gespannt, was in der Autoindustrie noch so kommt. Es gibt, glaube ich, ein Auto, wenn ich das richtig irgendwo mal gehört habe oder gelesen habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Soll es ein Auto geben, was richtig mit Flügeln ausgestattet ist. Darf allerdings nicht fliegen, weil man könnte ja den Flugverkehr behindern. Ich glaube, du darfst es fliegen, aber da musst du wirklich einen Hobbyschein haben oder so. Und darfst halt nicht so hoch fliegen. Naja. Es erinnert mich immer an diese eine... An diesen einen James-Bond-Film, wo der dann übers Wasser fährt. Ich weiß zwar nicht, was das mit Wasser zu tun hat, aber, naja. Hat irgendwas damit zu tun, ne? Hä? Wie, ach so, da ist doch... Bäh. Wo ist denn hier der Dreckweg, wo er drauf geht? Ich möchte jetzt hier nicht einfach so über den Bürgersteig fahren. Da oben muss ich hin? Halleluja. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss über den Bürgersteig fahren. Hm. Da oben waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Waren wir da schon mal? Ich kann mich jedenfalls nicht entsinnen. Oder? Ich doch, wir waren glaube ich schon mal hier. So, dann wollen wir mal auskippen. Jo, da läuft richtig was raus. ...5024 hat das jetzt gebracht. Also nochmal ein bisschen mehr als vorhin. Und jetzt können wir uns quasi den nächsten Kipperl holen. Nee, können wir nicht. Der kostet 9800. Ach ja, das ist ja wohl ein bisschen doof. Egal, der reicht ja erstmal. Müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Vor allem, weil das Weizen sowieso bald wieder alle ist. Apropos. Der ist noch am Flügen. Der ist fertig. Das heißt, hier könnten wir theoretisch sehen... Wo ist denn eigentlich die Saatgutmaschine? Ah, da steht sie.
So, dann lassen wir mal den Flug hier. Und nehmen mal die Saatgutmaschine mit. Oh, die muss aufgefüllt werden. Oh, ich habe nur ein bisschen Angst, wenn wir das wieder auffüllen müssen. Also hier den Lagerbestand. Seemaschine auffüllen. Da qualmt tatsächlich diese eine Kiste. Die ist aber leer. Hä? Wieso kann ich das Ding nicht ganz voll machen? Nun gut, wenn das eben so ist. Was wollen wir denn eigentlich pflanzen? Wir pflanzen, pflanzen, pflanzen. Was pflanzen wir denn mal? Für Sonnenblumen bräuchte ich... Oh, Alter, die Sonnenblumen. Guck dir das mal an, was die bringen. Uiuiui. Sojabohnen. Sojabohnen wäre eigentlich auch mal was Interessantes. Sojabohnen müssten wir eigentlich mal pflanzen, ne? Ich weiß aber nicht, können wir denn das überhaupt mit unserer Ernte... Ui, jetzt hat das aber viel Geld gekostet. Guck dir das mal an. Jetzt sind wir ja schon fast wieder arm. Können wir denn mit unserem... Ja, mit unserem, Mähdrescher Sojabohnen ernten? Tatsächlich, das ginge. Dann würde ich ja gerne auf diesem Feld hier, auf diesem kleinen, würde ich Sojabohnen pflanzen. Plane öffnen? Nein. Seemaschine anschalten? Nein. Abkoppeln? Ich bin wieder vorne dran. So. Geräteauswahl. Aussteigen, Helfer einstellen. Was? Moment mal. Muss ich vielleicht in der Nähe von den Samen sein? Huch. Ach, das war die Fahne. Ich dachte gerade, was war das denn? So, Seemaschine auffüllen. Das ist ja schon mal richtig. Ich will das vorne nicht bewegen. Ja, aber warum kann ich denn nicht Seemaschine Senkgeräteauswahl? Bin ich jetzt total blind? Das... Ich muss doch... Ich muss doch... Theoretisch eigentlich mein... Was ich einpflanzen will, muss ich doch auswählen, oder nicht? Hä? Das ist jetzt aber sehr, sehr merkwürdig. Weil ich möchte keinen Raps pflanzen. Ich möchte gerne Sojabohnen pflanzen. Es ist gerade sowas von... Weißt du was? Scheiß drauf. Ey, mal ganz im Ernst. Dann werde ich jetzt halt mit dem... Es könnte jetzt daran liegen, weil vorne die Gabel dran ist, was ich aber nicht glaube. Moment. Ich verstehe das gerade nicht. Man kann doch normalerweise sehen. Ihr Aussatz übernimmt die Seemaschine. Ja, das ist ja ganz klar.
Wow, hier steht ja echt viel. Mensch, da fliegt mir glatt das Blech weg für. Also wirklich. Naja, was soll's. Ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber irgendwie... Ich fahre jetzt erstmal mit dem Grubber da hinten hin, dann grubbert er mit und dann hat sich das. Puh. Terra böse. So. Fahren wir jetzt erstmal nach Haus. Vielleicht geht das ja hier mit dem Traktor. Aber das ist jetzt irgendwie... Da wundere ich mich jetzt, ne? Na, normal ist das auf jeden Fall nicht. Merkwürdig. Ich mach mal kurz mein Fenster auf. Moment. Boah, ganz gekonnt die W-Taste gedrückt gehalten und das Fenster aufgemacht. Mensch, ich bin voll der Pro-Gamer. Oh, jetzt kommt's hier aber kalt rein. Aber da... Oh, schön, Luft. In meinem Kabuff hier war schon wieder die ganze Luft raus. Das ist so ein richtiges Vakuum. Wenn du das Fenster erstmal aufmachst, dann siehst du richtig, wie die Luft von draußen wieder reinkommt, so. So wie man das von... Ja, so Spielen oder Filmen kennt, wenn man da ins Weltall quasi so eine Luke öffnet. So muss man sich das hier auch ungefähr vorstellen. Biegen Sie links ab. Demnächst bitte wenden. Bitte wenden Sie jetzt. Nein, wir fangen hier mal nicht an, wie ein Navi zu reden. Navis sind auch so ein Ding. Ob das ein Segen ist, ich bezweifle es fast, weil die locken, die fahren nochmal, die lassen einen manchmal dadurch fahren, wo man eigentlich nicht lang fahren möchte. Vor allem das Schöne ist, wow! Mich hat das Navi einmal durch so eine komische Straße gejagt, da war schon die Straße komplett zugewachsen, weil die so wenig benutzt wurde. Es war eine offizielle Straße, aber das Navi schickt einen da durch. So. Fährst natürlich nicht gerade mit einem kleinen Auto dann da durch, dann fährst du auf einmal mit einem größeren. Seemaschine senken, Helfer einstellen. Hä? Saat wählen! Jetzt geht! Hä? Achso, doch, es passiert ja was. Warum ging das vorhin nicht? Ich frage einfach nicht mehr. Ich frage einfach nicht. Manchmal muss man es nicht verstehen. So, senken, anschalten.
Sieht man das eigentlich? Ja, man sieht es ganz leicht, wo man lang gefahren ist, ne? Ja doch, man sieht es. Optisch ist es sogar erkennbar. Nee, wie gesagt, Navis schicken einen manchmal durch so Straßen durch, wo man eigentlich am liebsten nicht lang gefahren wäre. Aber man verlässt sich natürlich dann auch so auf das Ding, ne? Dann fährst du da lang, obwohl du da eigentlich überhaupt nicht lang fahren wolltest. Also, wo du normalerweise, wenn du auf eine Karte geguckt hättest, hättest du gesehen, ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt lang fahren, nehme ich lieber einen anderen Weg. Manchmal schickt einen das auch über irgendwelche Landstraßen, wo man auch gar nicht lang fahren darf. Das ist auch manchmal schön. Biegen Sie links ab. Und dann machst du das auch noch. Ganz automatisch. Und denkst dir, ach, weißt du, wenn mich das Navi da lang schickt, dann wird das schon richtig sein. Und dann, tja, irgendwie sah das Auto vorher besser aus. Und war irgendwie noch weniger Kratzer drin. Dann haben die nämlich die Büsche dann Kratzer reingemacht, Und solche Späßchen. Ja, ja. So. Wir haben ja schon mal einen Teil geschafft hier. Ich hoffe, ich mache auch alles. Ja, mache ich. Das mit den Sojabohnen ist vielleicht mal eine sehr gute Idee. Wir müssen die dann auch wieder düngen, wie wir das sonst auch immer machen. Die erste Düngung haben wir ja jetzt. Dadurch, dass das ja gleich schon in der Saatmaschine alles bei ist. Huch. Hier bin ich sogar ein bisschen schief gefahren, wie ich gerade sehe. Doof, doof, doof. Kannte ich... Nein, ich drücke den Knopf jetzt nicht. Nein, das ist Fernlicht. Oder beziehungsweise... Ey, Moment mal. Das müsste ich eigentlich so oder so anmachen. Weil wir sind ja auf dem Feld. Hinten kann ich das Licht auch einzeln steuern. Ey, das ist ja cool. Wie konnte ich denn eigentlich... oben das Geblinker anmachen. Ich weiß es gar nicht. Oh, wir haben nicht mehr so viel Geld, sehe ich gerade. 633 Euro Lohnzahlung. Oh, oh. Ich möchte aber dieses Feld hier gerne fertig bestücken. Wir dann mit dem nächsten weitermachen, beziehungsweise das mal wieder verkaufen. Es wird doch mal Zeit, dass es wieder hell wird. Die ganze Aufnahme besteht im Moment nur aus Dunkelheit. So düster ist es in meinem Raum auch. Nein, eigentlich ja nicht. Meine Seele ist düster. Ganz düster. Oh je, ich bin ein bisschen durch heute. Und Gummi! Ja, doch, geht. Ach ja, ist das schön, hier mal so ein bisschen hin und her zu fahren und die Entspannung einzuschalten. Denn das ist mein Verdienst? Nee. Meine Absicht, dass ihr euch entspannt und davor einpennt. Also ich könnte mir gut vorstellen... Nehmt euch doch einfach das Handy mit ins Bett, lauscht den Geräuschen und schlaft dabei ein. Aber ich schwöre euch, es wird das letzte Mal gewesen sein, dass ihr einschläft. Was? Ich habe gerade nichts gesagt, das war
Das war gerade so eine merkwürdige Stimme, die ich hier im Raum gehört habe. Und ich habe ja letztes Mal abgestimmt, auch, wie wir das hier mit den Folgen und das alles machen möchten, wollen. Es wurde gesagt, also die Mehrheit hat auf jeden Fall geschrieben, dass ich alles ungeschnitten einfach hochladen soll. Egal, ob ich viel rede oder peng. Hauptsache, es passiert was, man sieht, dass was passiert und man kann einem zugucken. Ich verstehe das manchmal nicht so, wie man das sich antun kann und sich die ganze Zeit eigentlich dieses Video ansehen kann. Aber ich glaube, es gibt so Situationen, da gucke ich auch irgendwas, was eigentlich stinklangweilig ist. Und gucke es mit Genuss. Und dann fragt man sich, oder fragen sich andere, wie kannst du dir sowas antun? Vor allen Dingen, die aufnehmen, sehen ja meistens das, was man da an Content bietet, meistens nicht allzu sehr gut an. Ich muss sagen, das, was ich manchmal so bringe, da denke ich mir, ups, das hättest du auch noch besser machen können. Aber in Wirklichkeit war es schon sehr gut. Und das kriege ich auch immer wieder zu hören, was ich wirklich schön finde, wenn mir das jemand sagt, dass das einem gefallen hat und dass der Content wirklich gut ist und dass man gelacht hat oder solche Späßchen, da muss ich mir sagen, das finde ich sehr schön. Und das freut mich dann immer wieder aufs Neue, wenn das mal geschrieben wird. Aber ihr müsst es nicht machen, wenn ihr nicht möchtet oder wenn es gar nicht lustig war. Aber es ist meistens besser, dann ehrlich zu sein. Wenn natürlich dann hier irgendwann wieder irgendwelche Hater drin sind, die sagen, ey, das war total scheiße. Ne? Ne, warte mal. Das hättest du auch so und so machen können, du Arschloch. Das war total unlustig. Such dir mal ein anderes Hobby. Und solche Geschichten. Aber darauf gibt man eigentlich nichts mehr mittlerweile. Man hat schon ein dickes Fell. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so in den letzten Jahren ist es sehr ruhig geworden, was das angelangt, ne? Und ich könnte mir vorstellen, was auch passieren wird, wenn da mal ein Hater in den Kommentaren steht. Ich kenne ja meine Community. Hallo! Die würde da volle Breitseite drauf losgehen. Und würde den in der Luft zerreißen. So schätze ich euch schon ein. Aber ich habe das immer wieder gemerkt, wenn wir auch die Livestreams machen, dass es eine sehr, sehr schöne Truppe ist, die da eigentlich zusammengefunden hat und dass es immer sehr lustig ist und vor allen Dingen sehr locker zugeht. Da muss man euch auch mal Danke für sagen. Also nicht, dass es immer umgekehrt ist, dass ihr Danke sagen müsst, sondern ich muss auch Danke sagen. Ich muss eigentlich das Danke sagen, weil das ihr ermöglicht ja gerade das, was ich hier mache. Und das ist schon, ja, schön. Und ich möchte jetzt auch mal ganz offen übers Geld reden. Ich habe jetzt die Tage mal bei AdSense reingeguckt. Also das ist ja von Google quasi die Bank oder beziehungsweise die Verbindung, worüber man das Geld verdienen kann, was man über YouTube so einnimmt. Ich bin auch so ehrlich, um zu sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Pfennig von denen gesehen. Cent, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Pfennig ist. Entschuldigung. Ich muss jetzt gerade mal denken. Weißt du, ein Pfennig, ne, ist das, was heutzutage der Cent ist. Der Pfennig war noch zu Marktzeiten. Ich habe da mittlerweile ein bisschen Geld angesammelt und es wird vielleicht dieses Jahr, könnte es passieren, es muss nicht unbedingt sein, es kann passieren, dass ich meine aller erste Auszahlung mal bekomme und das muss ich dann ganz groß feiern irgendwie.
Weil wenn ich die kriege, dann werde ich mir irgendwas Schickes dafür holen, was auf jeden Fall in diese Let's Play-Geschichte reinfließt. Weil ich habe da auch so genug Geld reingesteckt, ne? Hab mir ein Mikrofon gekauft, ich habe mir diesen Arm dafür gekauft, ich habe mir eine gute Webcam gekauft, ich habe mir den Greenscreen geholt, ich habe mir so einige Sachen geholt, um das Ganze zu erleichtern. Der zweite Monitor, den habe ich mir eigentlich schon vorher mal gekauft gehabt. Weil ich das einfach einfacher fand mit dem Arbeiten, wobei ich benutze den nicht mehr so viel wie früher. Mittlerweile benutze ich ihn wirklich nur, wenn ich streame. Eine neue Tastatur, eine neue Maus, ein PC, der das alles kann. Also, wenn man denkt, dass man das so ohne weiteres machen kann, dann muss man schon ein Auskommen für haben, um das alles zu finanzieren zu können. Andere stecken es ins Auto. Es gibt ja solche und solche Leute, ne? Andere stecken das ins Auto, machen das schick, also tunen das auf und so weiter und so fort. Und andere stecken das, so wie ich, halt in die PC-Technik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein wunderschönes Hobby. Ich kann es eigentlich nur weiter empfehlen. Aber manchen liegt das auch gar nicht. Also, die sollten das gar nicht erst machen. Ich habe da letztens erst wieder was gesehen. Da dachte ich mir, oh, ja, das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Weil es sind da nämlich so manche YouTuber tatsächlich da draußen, so ganz kleine sind das. Die brauchen sich teilweise auch nicht wundern, warum sie keine Zuschauer gewinnen, so richtig. Wenn sie nämlich so eine ganz merkwürdige Kommentation machen. Also die reden kaum, dann machen sie irgendwie nur so, ja Mann, ist voll krass, ey. 5 Minuten später, kein Ton mehr. Du hörst eigentlich nur das Spiel. Du hörst nichts mehr im Hintergrund. Du hörst vielleicht nur noch so, oder, Entschuldigung, das muss ich zensieren. Das hörst du im Hintergrund und das war's dann. Unfassbar. Boah, das hätte ich mich früher nie getraut. Mal so ins, so gekünstelt ins Mikrofon rülpsen. verzeiht mir. Nee, aber damit man das mal so darstellen kann, was da so los ist, dass manchmal geht's ehrlich nicht.